Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Begrüße Sie zur Arena am Samstag. 30 Minuten kompakter Fußball im Bild, aber auch im Gespräch. Unser Gast heute Abend ist Marcel Rosconi vom 1. FC Saarbrücken, den ich sehr herzlich begrüße und über den wir und das Spiel seiner Mannschaft wir nachher natürlich sprechen werden. Marcel Rosconi, zweite Mannschaft Elversberg. Ich glaube, muss man wirklich Respekt haben. Schlagen sich überraschend gut, oder? Ja, also die Ergebnisse zeigen das, dass Elversberg sicherlich in der Liga ein sehr unangenehmer Gegner ist, der auch für die Mannschaften sicherlich schwer einzuschätzen ist. Und ja, an einem guten Tag, wie gesagt, können die überall mitspielen. Ne? Hat der Trainer auch eben gesagt und ist überzeugt von seinen 14, wie er gesagt hat. Sie haben gegen den Gegner, gegen die Elversberger gestern gespielt haben, vor einer Woche gespielt, in Rosbach, 1:2 am Ende, also Auswärtssieg, aber sich sehr schwer getan. Woran hing das da letzte Woche? Einige haben gesagt, das war die erste Halbzeit, war katastrophal. Ja, das ist gut, dass jeder, der da war, der hat es ja gesehen, dass die erste Halbzeit, die war eigentlich zum Vergessen. Also brauchen wir nicht mehr drüber reden. Also da hätten wir eigentlich, da haben wir Glück gehabt, viel Glück gehabt. Haben da vorne eigentlich nichts gemacht und hinten ja, haben wir uns überlaufen lassen. Oder halt, die haben halt die Konter gut ausgespielt und letztendlich hat es dann 1-0 für Rosbach gestanden. Nur man kann das nicht vergleichen, wenn Rosbach zu Hause spielt oder auswärts. Ne? Rosbach, das ist ein Platz, der ist, ich weiß nicht, er ist mindestens 20 Meter zu kurz und wenigstens 15 Meter zu eng. Mhm. Ja, dann hast du katastrophale Platzverhältnisse. Klar muss Rosbach da ausspielen und die sind ja bekannt für ihre Heimstärke. Die haben anderthalb Jahre da nicht mehr verloren und wir sind, glaube ich, die erste Mannschaft, die jetzt da mal wieder gewonnen hat. Und nach der zweiten Halbzeit muss man dann der Mannschaft da schon Respekt zollen, dass sie das Ding noch umgebogen hat. Mhm. Also da werden wahrscheinlich andere auch noch stolpern. Gegen so einen starken Gegner, also in Rosbach, ist es nicht einfach. Gestern Abend gab es dann in Ludwigspark das alte Derby Saarland gegen die Pfalz. 1. FC Saarbrücken gegen Hauenstein. Und bisher war der FCS ja zu Hause nicht unbedingt so erfolgreich. Nur 5 Punkte aus 3 Heimspielen. Die ersten Fans sollen sich schon auf den Pilgerweg, auf den Jakobsweg gemacht haben, damit sich das endlich verbessert. Und nach der Rückkehr ist dann auch wirklich alles besser geworden. Gestern eine klare Sache im Ludwigspark gegen Hauenstein. Thomas Wollscheid berichtet. Dieter Ferner wirkte zwar entspannt, aber mit 39 Grad Fieber gehört man eigentlich eher ins Bett als ins Stadion. Aber nichts in der Welt hätte ihn abhalten können, seine Mannschaft zu betreuen. Und die wollte den dritten Sieg in Folge. Gästetrainer Wolfgang Flick, im Ludwigspark kein Unbekannter, er spielte 1995 mal ein halbes Jahr für den FCS. Die Anfangsphase des Spiels. Nico Weißmann mit der Führung in der 5. Minute. Genau das hatte man sich gewünscht. Eine schnelle Führung, damit der Gegner gar nicht erst auf die Idee kommt, sich hinten einzuigeln. Nico Weißmann, der Kleine mit dem großen Kämpferherzen, der nie aufgibt. Er nutzt den Fehler zwischen Abwehrspieler Timo Kriegshäuser und Torwart Ronny Fahr. Aber diese frühe Führung, sie gab dem FCS nicht unbedingt Sicherheit. Hauensteins Daniel May auf Michael Hunsicker. Er führt mit 5 Treffern die Torjägerliste an, findet in Enver Marina seinen Meister. Und Dieter Ferner, bei dem zeigte die Fieberkurve nach oben, zumal der Tabellenachte zu einer weiteren Chance kam. Der FCS berappelte sich, angetrieben von Manuel Zeitz, Traumpass auf Lukas Kohler. Der klug zurück. Und Marcel Schuck, das 2:0 nach einer halben Stunde. Lukas Kohler, gestern ein Außenverteidiger mit Offensivqualitäten. Und da braucht Schuck nur noch einzuschieben. Das Kommando beim 1. FC Saarbrücken hatte längst der Jüngste übernommen, der 18-jährige Manuel Zeitz. Überragend seine Übersicht und seine Pässe. Auf Samer Mosain. Es blieb beim 2:0 zur Pause. Und wie ging es dem Trainer? Ein Spiel, das das Fieber des Trainers vergessen lässt? Ja, ein bisschen ist für Oberliga-Verhältnisse ein gutes Spiel heute Abend, glaube ich. Sei zufrieden. Ja. Okay. Zu Beginn der zweiten Halbzeit Manuel Zeitz wieder im Mittelpunkt. Nach Flanke von Rosconi. Torhüter Ronny Fahr wurde langsam warm geschossen. Aber der FCS in der Abwehr durchaus anfällig. Thorsten Wieschang, Marina ein sicherer Rückhalt. Der direkte Gegenzug. Nazif Haidarovic, der ackerte, kämpfte, wollte unbedingt seinen 6. Saisontreffer. Aber blieb glücklos. Dieter Ferner wurde unruhig, weil seine Mannschaft nicht für die endgültige Entscheidung sorgte. Auch nicht in der folgenden Szene. Nabil Dafi, Pietro Berafato, der Deutsch-Italiener im Stile eines Brasilianers und Nico Weißmann. Fast wie beim 1:0.
Das 3:0 wollte einfach nicht fallen. Die Szene nochmal. Weiß man, der Junge gibt keinen Ball verloren. Einfach Pech. Und dann kam der Neue. Michael Petri, 32 Jahre alt, zuletzt vereinslos. Er war diese Woche noch verpflichtet worden. Ein Mann mit der Erfahrung von 171 Regionalligaspielen. Und er fügte sich auch gleich gut ein. Hier ist er am Ball. Legt auf Samar Mosain. Torhüter Ronny Fahr, der Beste beim SC Hauenstein. Der war zu diesem Zeitpunkt nach einer gelb-roten Karte für Michael Hunsicker nur noch zu zehnt und nach diesem Foul an Zeitz nur noch zu neunt. Gelb-rote Karte für Thorsten Wieschang und sein Trainer Wolfgang Flick wusste, dieses Spiel war für seine Truppe verloren. Wir haben Glück gehabt, dass er Enver ein, zwei Mal gut gehalten hat, aber ansonsten denke ich, hatten wir das Spiel im Griff. Wenn es 5:2 ausgeht, denke ich, man kann sich heute auch keiner beschweren. Ging es zwar nicht, aber es fiel doch noch das 3:0. Berafato erkämpft sich den Ball. Manuel Zeitz und der für Haidarovic eingewechselte Philipp Wollscheid erwirft seine 1,94 Meter Richtung Ball. Dieses 3:0, das Produkt einer mannschaftlich geschlossenen Leistung des 1. FC Saarbrücken. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Das hat man gesehen. Die Mannschaft beißt, die will gewinnen. Hat man letzte Woche gesehen. Und wenn wir keine schlechteren Spiele mehr machen, wie wir es heute gemacht haben, bin ich eigentlich richtig optimistisch. Fans und Mannschaft feierten die zumindest vorübergehende Tabellenführung. Und was machte der Trainer? Ich werde gleich noch einen Tee trinken und mich dann ins Bett legen, ja. Ja, da wollen wir hoffen, dass die Leistung der Mannschaft dazu angetan war, das Fieber ein bisschen zu senken, zumindest unter die 38, und hoffen, dass es ihm wieder gut geht. Oder haben Sie ihn heute schon wieder gesehen? Ja, wir hatten heute früh um 10 Training, da war er wieder da. War wieder da. Sah gut aus, war zufrieden? Ja, sieht mir eigentlich nicht an, dass er krank ist. Also eigentlich schon einheitliches Aussehen. Ja. War das jetzt das erste Heimspiel, wo Sie sagen würden, da haben wir jetzt so gespielt, wie wir uns das vorstellen? Vom Ergebnis würde ich sagen, haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Aber von der Spielweise her müssen wir sicherlich noch an einigen Sachen arbeiten. Ich spreche jetzt speziell die Chancenverwertung an und natürlich auch speziell das Umkehren. Das Umkehrspiel von Angriff auf Abwehr. Mhm. Also wie schon richtig erkannt, hatten ja die Hauensteiner auch einige Möglichkeiten. Einen habt ihr ja nicht dabei gehabt, zum Glück, wo ich einen riesen Fehlpass spiele. Ich habe ja zum Glück rausgeschnitten. Wir sind ganz freundlich zu unseren Gästen immer mal wieder. Das ist in Ordnung. Und ja, da haben wir zweiter Mal nicht gut gestanden und haben Chancen zugelassen, wo wir uns dann letztendlich beim Inwerb bedanken können. Dass es halt eben noch zu Null steht. Ne? Mhm. Aber andere Seite musst du halt sehen, dass wir eben doch nicht dann so konsequent sind, dass wir den Deckel direkt zumachen. Dass wir das 3:0 machen, das 4:0 machen, dann passiert ja gar nichts mehr. Und wir müssen eben geil sein, dass wir die Tore schießen, dass wir uns die Chancen weiterhin so rausarbeiten, wie wir das bisher machen. Aber dass wir halt im Abschluss konzentrierter sind, wie in der Vergangenheit. Also einmal Chancenauswertung, andererseits stabiler in der Abwehr. Kann man das trainieren oder braucht es einfach eine gewisse Zeit in der Saison, bis das System so eingespielt ist? Ja, man kann das trainieren und es braucht auch sicherlich Zeit, bis alles eingespielt sind. Also wenn Sie mal so gucken, es sind, ich glaube, 6, 7 neue Spieler sind in die Mannschaft gekommen. Und das braucht Zeit, bis das halt funktioniert alles. Ne? Bis die Laufwege drin sind und man darf auch nicht vergessen, dass der FC Saarbrücken halt sehr offensiv spielt. Ne? Also ich sag mal, wir haben mehr Angreifer auf dem Feld als Verteidiger und das sieht man, dass man dann auch mal einen zulassen muss. Also das muss man dann uns auch nachsehen. Ne? Sie sind einer der erfahrenen Spieler. Im vergangenen Jahr ist der 1. FC Saarbrücken unter anderem deshalb abgestiegen, sagen viele im Nachhinein, weil in der entscheidenden Phase keine Erfahrung in der Mannschaft war. Als es auf die Nerven ging, waren viele Junge dann doch nicht mehr in der Lage, die Leistung so abzurufen, wie man sich das erwartet hat. Ist da jetzt eine bessere Mischung gefunden? Wie gesagt, Sie sind ein Erfahrer. Petri ist jetzt als relativ erfahrener Spieler dazugekommen. Marina ist ja einer, der einige an Erfahrung hat. Ich denke nicht, dass es an der Erfahrung letztes Jahr gelegen hat. Ich denke mehr, dass zu wenig geredet wurde. Ganz klar. Also die hatten ja damals auch den Charles dabei gehabt hier und den Thorsten Jülich. Das sind alles erfahrene Spieler gewesen. Nur wenn halt keiner sagt, was los ist, dann passiert eben nichts, ne? Das ist klar. Also die sind sicherlich nicht erfahrener als ich. Aber der Unterschied ist halt, ich organisiere halt viel. Ne? Ich komme viel übers Reden.
Und ich denke, das hilft der Mannschaft sehr weiter, wenn einer dabei ist, der organisiert. Und der Enver macht sicherlich von hinten genau das Gleiche. Und je mehr du siehst und je mehr du Anweisungen gibst, das wird jetzt immer besser umgesetzt. Man sieht es an den Ergebnissen. Umso mehr hilft das der Mannschaft und dem Verein. Und wenn das dann so weitergeht, der Weg der Entwicklung, werden wir sicherlich auch weiterhin erfolgreich Fußball spielen. Mhm. Der Abstieg im vergangenen Jahr, das war so der Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte. Es soll jetzt nochmal aufwärts gehen. Spürt die Mannschaft einen gewissen Druck, dass es möglichst schnell wieder aufwärts gehen soll? Ja, also das muss eigentlich jeder wissen, der in Saarbrücken einen Vertrag unterschreibt, dass das einhergeht mit relativ hohem Druck der Öffentlichkeit und der Zuschauer und natürlich auch an uns selber. Aber ich denke, der Druck ist da weniger, spielt weniger eine Rolle. Mhm. Weil wir wissen, wir haben das Ziel ausgegeben, Aufstieg. Das ist von vornherein schon mit einem gewissen Druck verbunden. Und ja, dass es kein Selbstläufer wird und dass es nicht einfach wird, das ist jedem sicherlich auch klar gewesen nach den ersten Ergebnissen. Wen erwarten Sie als Hauptmitkonkurrenten? Als Hauptmitkonkurrenten? Ja, das ist halt schwierig in der Liga. Ne? Also da kann dann jeden Tag, Homburg verliert in Rosbach 3-1, also Elversberg schlägt jetzt Rosbach 4-1. Also als Hauptkonkurrenten, ich denke, das sind so 4-5 Mannschaften sind da zu nennen. Also in der Regel ist auch immer eine dabei, mit der keiner rechnet, so wie jetzt halt Mechtersheim. Ne? Und ja, sicherlich namentlich ist da Homburg zu nennen. Pirmasens ist eventuell, naja, gut und ja, mit uns, wir sind sowieso dabei. Ja. Ne? Elversberg, Rosbach 4-1, Saarbrücken, Hauenstein 3-0, haben Sie gesehen. Mayen, Wirges 1-1, Mettlach schlägt Betzdorf 3-2, Pirmasens, Köllerbach, wie gesehen. Ida Oberstein, Ida Auerbach 1-0. Die anderen Spiele haben erst begonnen um 17 Uhr und Neunkirchen spielt gegen Rot-Weiß-Hasborn erst morgen. Wir schauen auf die Tabelle und sehen, dass dort der 1. FC Saarbrücken weiter steht mit 18 Punkten vor Mechtersheim, Pirmasens und dann die Saarclubs Homburg und Mettlach auf den Plätzen 4 und 5, Hasborn und Elversberg auf 7 und 8. Und im zweiten Teil sehen wir dann unten im Moment Borussia Neunkirchen und die Sportfreunde Köllerbach. Tja, Platz 1, Marcel Rosconi, das könnte sich sehen lassen, so könnte es weitergehen. In Wirges, wie sehen Sie die Chancen? Ja, Chancen stehen immer gut, ne? für einen Dreier. Dann wollen wir hoffen, dass Sie den auch mitbringen. Wenn Sie unterwegs ein bisschen Musik hören wollen, dann kriegen Sie den Sportarena MP3-Player. Als Dankeschön für den Besuch für heute im Studio. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich glaube, vielen saarländischen Fans würde es ganz gut gefallen, wenn der FCS am Ende auch auf Platz 1 stünde.